Moin und damit ein ganz herzliches, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu Season 2 von Good Old Times. Und wir spielen dieses Mal Sim Airport. Ich muss sagen, das Overlay hat sich sehr, sehr verändert. Ich habe immer mal wieder ein paar Videos gesehen von Streamern oder auch von YouTubern, die Sim Airport gespielt haben. Und da hat sich anscheinend wirklich einiges getan. Und da das Spiel, glaube ich, auch schon 2 Jahre alt ist und dachte ich mir, und weil wir auch schon lange nicht mehr reingeguckt haben, dachte ich mir, das passt doch gut zu Good Old Times. Ich habe schon versucht, gerade eben ein paar andere Spiele aufzunehmen, aber A ist da die Grafik so gravierend scheiße und alles mögliche. Das möchte ich euch nicht antun und dann sind halt teilweise auch die Videotreiber, die man dafür runterlädt, sind teilweise schon so alt, dass der teilweise sagt, hier der PC kann das nicht lesen oder möchte dieses Update nicht ausführen, dann kannst du halt dieses Spiel nicht spielen. Das heißt, die Serie muss man schauen. Falls ihr noch irgendwelche Spielvorschläge habt, könnt ihr die gerne posten. Aber wir gucken uns jetzt diesen Monat Sim Airport an. Ich habe anscheinend noch irgendeinen Airport. Jetzt ist die Frage, ob wir mit dem fortsetzen. Es gibt Test, Autosave und LP. Okay. Ja komm, wir versuchen einfach mal das zu laden. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Erfolgreich. Okay. Oh. Okay. Okay, wie bewege ich mich denn mit WASD und the fuck? Oh, ich glaube, wir hatten hier eigentlich keine... Wir haben ja hier, glaube ich, keine Kosten an. Deshalb ist es auch, glaube ich, recht egal. Okay, Grundstück kaufen. Ich kann jetzt hier überall Grundstücke kaufen. Was kam denn alles dazu? Personal. Okay, das sieht jetzt ganz anders aus. Es gibt jetzt... Gibt's Hausmeister? Gab's davor schon, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Finanzen. Flughafenwert. Okay, alles klar. Profit, Verlust. Das sieht ja sehr gut aus. Geldfluss. Bankdarlehen. Nee, das wollen wir ja alles nicht. Forschung, Betrieb, Flugmanagement, Flugstatus. Was ist Flugmanagement? Ach du Heilige. Okay. Early Morgen. Morgen. Was ist AN? Mittag. Okay. An den 2L dort oben. An den der 2 da oben ist ja doch schon einiges los. Wir könnten hier natürlich noch weitere annehmen. Zum Beispiel die hier. Die brauchen ein LS und XL. Gesperrt benötigt eine Stadtlänge von mindestens 240 Metern. Ach du Scheiße, da gibt es jetzt auch noch Unterschiede. Wo kann man denn bauen? Hier kann man bauen. Schlangen. Okay. Planung. Okay. Objekte. Gate S. Was ist Gate S? Das ist das ganz kleine.
Blockiert durch Gate L. Das Angebot. wo gibt's denn hier Landebahn? Stadtbahn, Bahnsteig. Was? Oh. Okay. Metalldetektor. Bau? Asphalt rollt weg. Was ist das? Current Floor? Oh. Nee, echt? Man kann jetzt Stockwerke hochbauen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erweiterung? Rollweg Richtungstool. Fundament. Was gibt's denn da jetzt alles? Wanderweg? Okay. Bereichsverkauf. Vorfeld. Nur für ästhetische Zwecke. Du kannst damit Außentore, Hangar, blablabla. Okay. Was erfordert es? Erfordert Recherche, Bau, Recherche, Einbahn, Rollwerke. Okay. Längere Stadtbahn. Gottes Willen. Rolltreppen. Aha. Aha. Okay, jetzt aber trotzdem die Frage. Wie genau das gemacht wird. Wo kann ich den abreißen? Was ist das denn? Also es kam sehr, sehr, sehr viel dazu. Wo kann ich löschen? Aha. Oh. Geht nicht. Einreißen. Reißen die das jetzt ein, oder? Wie sieht's aus? Hallo? Landet hier irgendwas? Was da? Hä? Okay. Flugstatus. Abgeflogen am Gate. Ankunft, tatsächliche Ankunft. Immer zu früh. Okay. 17.45 Uhr. Das sind ja nicht alle. Fliegt los. Von B2. Aha.
Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Die Nächte soll um 18 Uhr landen. Landet aber nichts. Okay. Dismantle im Bau. Rechtsklick für Bauoptionen. Objekt abbrechen. Hä? Entfernt Wände und Böden bis aufs Gras. Ja, dann... Warum machst du das nicht? Benötigt mindestens einen Rollweg, der an beiden Enden... Aha. Verbunden mit 13 Gates. Verbunden mit 13 Gates. Was sind die zwei um 18 Uhr? Weg. Ich brauche dann eine längere Landebahn, ja, von mir aus. Ja. Du kommst hier. Du kommst da und du kommst da. So. Dann haben wir hier noch zwei in Gelb. So. Langeweile. Ja, hier kommt kein Flugzeug. Was ist das denn? Aber jetzt... Mindestens ein Ticket. Hallezone muss Anforderungen erfüllen. Werkzeuge. Ab, einreißen. Ja, wie... Markiere einen Bereich von Kisten, um sie auf einmal zu verkaufen. Oh Mann, ey, wo geht das denn? Es gab doch früher immer zwei Abriss-Tools. Hilfe. Dismantle im Bau. Priorität erhöhen. Was machst du jetzt? Fuck! Was gibt das? Muss ich da mehr... Bauarbeiter? Killing 13000 overcast temperature 212.
Was? Tab drücken zum Durchschalten. Ja, Leute. Ihr sollt es jetzt hier hinten machen, Mann. Ich bin, glaube ich, gerade echt zu blöd dafür. Nur außen. Wie kann ich die löschen? Gar nicht. Operationsfeld? Alter, Leute, da ist so viel dazugekommen. Ach du Heilige. Es gibt Niederschlag. Verkaufsstatus inaktiv. Dauerauftrag, ja. Einmalig kaufen. Treibstoff auf Hut anzeigen. Start- und Landebahn, maximale Seitenwindstatus. Ah, ich kann das hier jeweils sperren, okay. Recherche Luftfahrtorbs. Luftfahrtorbs. Das da. Jetzt trägt er das. Jetzt tragen die das echt zurück, oder was? Hallo, Priorität erhöhen. Geht nicht mehr. Wie kriege ich denn diese Beleuchtung weg? Entfernt Gegenstände. Oh. Umwelt, alles gut, das ist doch schön. Paxflow. Was ist Pax? What? Departure Pax. Heilige Leute, was macht denn ihr hier? Während der Landerweiterung kann das Spiel abstürzen. Oh, okay. Alter, wie lang braucht ihr noch? Schmieds verarschen. Ich glaube, dass es das Beste sein wird, wenn wir... Wenn wir neu anfangen würden, würde ich fast schon sagen. Na gut. Das war's für die erste Folge.
Wir haben einiges dazugelernt. Ich hoffe, oje, wenn wir jetzt in der nächsten Folge unseren neuen Bahnhof, sag ich, unseren neuen Flughafen beginnen, wird das alles ein bisschen besser. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.